So, herzlich willkommen. Ich fange jetzt gerade an. Seien Sie bitte ruhig und willkommen zur Mentoring-Info-Veranstaltung der Fakultät 4. Nein. So anstrengend. Hallo und herzlich willkommen beim Mentoring der Fakultät 4. Jetzt fragen sich bestimmt viele, was ist eigentlich das Mentoring? Worum geht es in diesem Mentoring? Kein Plan, kein Problem. Ich gebe euch jetzt dazu eine kurze und knappe Erklärung. Im Mentoring geht es darum, dass Erstis Unterstützung bekommen, aber nicht von Profs oder so, sondern von Studierenden, die etwas weiter sind im Studium. Und das schafft dann eine lockere Atmosphäre, wo sich jeder traut, Fragen zu stellen. Natürlich geht es auch darum, die Basics zu erklären, wie die Uni funktioniert, wie die ganzen Uni-Portale funktionieren, zum Beispiel ISIS, MOSIS, KISPOS, wie meldet man sich für die Prüfung an, diese ganzen Sachen. Aber natürlich geht es auch darum, sich zu vernetzen, weil viele Menschen kommen von außerhalb Berlin und haben hier nicht so viele Kontakte. Deswegen wollen wir damit auch Menschen vernetzen, damit sich auch unter anderem Lerngruppen bilden. Dazu gibt es auch verschiedene Veranstaltungen, wo man andere Menschen kennenlernt und auch mit denen was macht, wie zum Beispiel Spielabende, Barbesuche, Kinobesuche, Wandern im Grunewald, da ist alles möglich. Und deswegen heißen wir euch bei jeder Veranstaltung herzlich willkommen und würden uns freuen, wenn ihr dabei mitmacht. So vielfältig wie die Mentoring-Aktivitäten sind, ist auch das Mentoring-Team genauso vielfältig. Wir wollen alle dafür sorgen, dass sich jeder willkommen fühlt, dass jeder die Chance hat, sich mit Menschen zu vernetzen und somit auch einen erleichterten Einstieg ins Studium haben.